Hallo und herzlich willkommen beim Science Lab. Ich bin der Mike und ich habe euch dieses Mal die Lisa mitgebracht. Hi! Wir beschäftigen uns heute mit dem Thema Neobiota. Was genau das ist und ob es gefährlich ist, das seht ihr gleich. Und los geht's! Tiere und Pflanzen leben in Ökosystemen zusammen. Ihr Vorkommen und Überleben sind je nach Art spezifisch, abhängig von verschiedenen Faktoren. Zu diesen Faktoren gehören beispielsweise Niederschlag und Wasservorkommen, Lichteinfall und Temperatur, aber auch Stickstoffgehalt und pH-Wert. Diese chemisch-physikalischen Faktoren nennt man abiotische Faktoren. Sie stellen die unbelebte Umwelt der Arten dar. Die biotischen Faktoren wiederum befassen sich mit den Wechselwirkungen einer Art zur belebten Umwelt, also zu anderen Organismen. Zu den zwischenartlichen Wechselwirkungen gehört beispielsweise die Räuber-Beute-Beziehung. Zu den innerartlichen Wechselwirkungen zählen alle Interaktionen mit der eigenen Art bzw. mit der eigenen Population. Die biotischen und abiotischen Faktoren charakterisieren ein Ökosystem. Die spezifischen Faktoren an einer Art nennt man ihre ökologische Nische. Die Vielfalt aller Tier- und Pflanzenarten eines Ökosystems oder Gebiets nennt man Biodiversität. Je naturbelassener und isolierter ein Gebiet ist, desto mehr leben die Tiere und Pflanzen im Einklang mit ihren Wechselbeziehungen und haben ihre ökologische Nische gefunden. Doch was passiert, wenn fremde Arten auf unnatürlichem Wege in ein neues Gebiet gelangen? Und was zur Hölle hat das alles mit Neobiota zu tun? Neobiota ist der Fachbegriff für gebietsfremde bzw. nicht heimische Arten. Gebietsfremde Pflanzen heißen Neophyten. Gebietsfremde Tiere Neozoen. Sie werden weiter definiert als Arten, die nach 1492 und durch Einfluss des Menschen ein Gebiet neu besiedeln. Ihr fragt euch, warum genau diese Zahl? Die Zahl 1492 markiert die Entdeckung des amerikanischen Kontinents und läutet das Zeitalter des Kolonialismus ein. Darauf folgte die Industrialisierung und schließlich die Globalisierung. Durch moderne Schifffahrt und Massenflugverkehr wird deutlich mehr interkontinentaler Handel betrieben als vor 1492. So gelangen absichtlich und unabsichtlich auch immer mehr nicht heimische Arten in neue Gebiete. Ein bekanntes Beispiel für menschlichen Einfluss auf die Natur ist der Suezkanal. Dessen Bau vereinfachte die Schifffahrt und verbindet heute das Mittelmeer direkt mit dem Roten Meer. Durch diese unnatürliche Verbindung wurden zwei ursprünglich klar voneinander getrennte Ökosysteme und deren Flora und Fauna miteinander verbunden und vermischt. Eine weitere wichtige Definition ist die invasiver Arten. Neobiota werden als invasiv bezeichnet, wenn sie nachweislich Schaden an der Biodiversität eines Ökosystems hervorrufen, für Wirtschaftsschäden sorgen und möglicherweise sogar den Menschen schädigen. Die Einschätzung über das Invasivitätspotenzial einer Art kann beispielsweise durch das Bundesamt für Naturschutz durchgeführt werden. Dabei wird bei Wirbeltieren und anderen Taxa beispielsweise folgendermaßen vorgegangen. Stellt ein Neobiot aktuell nachweislich keine Gefahr für die Biodiversität dar, gilt die Art als bisher nicht invasiv. Gibt es dann erste Hinweise für invasives Verhalten oder sogar begründete Annahmen, kommen die gebietsfremden Arten entweder auf die Beobachtungsliste oder die Handlungsliste und werden in beiden Fällen als potenziell invasive Arten eingestuft. Danach wird's etwas kniffliger. Wenn die Gefährdung der Biodiversität durch Studien belegt ist, kommt es darauf an, wie weit die Art sich bisher verbreitet hat. Bei unbekannter Verbreitung wird die Art auf die Warnliste gesetzt. Bei kleinräumiger Verbreitung und bereits vorhandenen Sofortmaßnahmen stehen die Arten auf der Aktionsliste. Für den Fall, dass es keine Sofortmaßnahmen gibt oder die Arten sich bereits großräumig verteilt haben, stehen sie auf der sogenannten Managementliste. Die Arten auf diesen drei Listen werden als invasive Arten eingestuft. Insgesamt ist die Einschätzung der Invasivität einer Art aber sehr schwierig, da sie von viel zu vielen Faktoren abhängig ist. Ein Beispiel für invasives Verhalten zeigt sich in der Einbringung verschiedener Tiere in Australien. Die in Australien heimische Flora und Fauna ist mitunter durch invasive Arten stark bedroht. Seit der Entdeckung des Kontinents 1770 sind innerhalb von nur knapp 250 Jahren 37 Pflanzen, 22 Vogel, 27 Säugetier und 4 Froscharten ausgestorben.
Circa 2000 weitere Tier- und Pflanzenarten sind aus unterschiedlichen Gründen derzeit bedroht. Die eingeführten europäischen Arten sind den heimischen Arten häufig überlegen, da den australischen teilweise der Fluchtinstinkt vor europäischen Räubern wie dem Fuchs fehlt. So sind dem Fuchs schon einige australische Arten in die Falle gelaufen, welche inzwischen als gefährdet gelten. Außerdem steht er in direkter Nahrungskonkurrenz zum australischen Dingo. Unser kleines, süßes, europäisches Kaninchen ist einer der größten Wirtschaftsschädiger für die Australier. Die Tiere zeichnen sich durch starke Vermehrung und Verbreitung über den Kontinent aus. Die Kaninchen fressen landwirtschaftliche Flächen ab und kosten Australien jährlich ca. 113 Millionen australische Dollar Schaden. Ebenfalls interessant und etwas ungewöhnlich ist die Ausbreitung des arabischen Kamels, das eigentlich nur als Reittier zur Erkundung des Kontinents eingeführt wurde. Heute leben etwa 300.000 Kamele frei in Australien und sorgen für starke Schäden in der Pflanzenwelt. Als Bekämpfungsmaßnahmen werden die Bestände der invasiven Arten überwacht. Teilweise werden sogar Geburtenkontrollen oder kontrollierte Tötungsmaßnahmen vorgenommen, um den heimischen Artenbestand, die Landwirtschaft und die Wirtschaft zu schützen. Schauen wir uns doch mal ein paar Beispiel-Neobiota aus unserer Region an. Unser Neozoe Numero Uno. Der Halsbandsittich. Diese grünen Exoten kommen ursprünglich in Afrika und Asien vor, werden aber seit den 1960er Jahren auch bei uns gesichtet. Die Tiere wurden absichtlich für den Zier- und Tierhandel eingeführt. Es wird vermutet, dass die Tiere sogenannte Gefangenschaftsflüchtlinge aus privater Haltung sind. Das Rheinufer bietet perfekte Wettervoraussetzungen für die Vögel. Die Population ist inzwischen so stabil, dass es Populationen von ca. 1000 Tieren sowohl in Köln als auch an anderen Städten entlang des Rheins gibt. Sie stehen nachweislich in keinerlei Konkurrenz zu heimischen Arten, werden aber trotzdem alle 2 Jahre vergrämt. Denn einige Menschen fühlen sich von den Hinterlassenschaften der Vögel, die unter den Schlafbäumen der Tiere zu finden sind, gestört. Als invasiv kann man die Art jedoch nicht bezeichnen. Sie steht aber auf der Beobachtungsliste. Ganz anders sieht es bei unserem zweiten Beispiel aus, dem Neophyten Heraclium mantegazianum oder in leicht die Herkulesstaude. Die bis zu 3 Meter hohe Pflanze stammt eigentlich aus dem westlichen Kaukasus und wurde in Deutschland zunächst absichtlich als Zier- und Imkerpflanze eingeführt, bevor sie dann verwilderte. Die Herkulesstaude kommt häufig an Fließgewässern, aber auch anderen Standorten vor. Diese Art kann tatsächlich als invasiv bezeichnet werden, da sie konkurrenzstark und außerdem UV-reaktiv ist. Was bedeutet, dass man bei Berührung der Pflanze in Kombination mit Sonnenlicht starke Verbrennungen erleiden kann. Also, schön fernhalten, Leute! Jana Romero vom NABU Köln erklärt uns, wie mit gebietsfremden und invasiven Arten in der Praxis umgegangen wird. Also gebietsfremde Arten sind nicht automatisch invasive Arten. Man muss überlegen, dass es ständig total viele neue Arten gibt, die neu einwandern auf verschiedensten Wegen. Und es gibt da in der Ökologie so eine 10er-Regel, die besagt einfach, dass von allen einwandernden Arten es nur 10% der Arten schaffen, teilweise oder zeitweise zu überleben. Und von diesen 10% schaffen es dann nochmal nur 10%, sich dauerhaft zu etablieren. Und davon 10% können Probleme machen oder werden invasiv. Also der NABU Köln hat keinen pauschalen Ansatz, wie damit umgegangen wird oder werden muss, weil es immer ein bisschen auf die Perspektive drauf ankommt. Wer fühlt sich jetzt gestört oder wer hat den Schaden davon und was für ein Schaden ist es? Ist es ein wirtschaftlicher Schaden oder ist es ein Schaden im Ökosystem? Hat es gesundheitliche Folgen für den Menschen? Ja, da sind auch die Ansätze ganz unterschiedlich, zum Beispiel bei den Nilgänsen, die ja auch eine invasive Art sind, auch vom Bundesamt für Naturschutz als invasive Art eingestuft werden. Und da gibt es einmal die Situation, dass schon mal Eier entnommen werden. Dann gibt es aber auch wirklich die Situation, dass sie zum Abschuss freigegeben werden. Das hängt so ein bisschen davon ab, wo leben die gerade. In der Stadt kann man natürlich nicht wild auf Gänse schießen. Wir orientieren uns da so ein bisschen an den Arten, die wir auf unseren Pflegeflächen, vor allem in Naturschutzgebieten, dann vorfinden. Und da gibt es ganz unterschiedliche Maßnahmen,
die ergriffen werden oder nicht ergriffen werden. Ich würde einfach an zwei Beispielen mal kurz erklären, wie wir mit gebietsfremden Arten umgehen. Ich sage extra gebietsfremd und nicht invasiv, weil die eine wird als invasiv eingestuft vom Bundesamt für Naturschutz. Das ist jetzt die Pflanzenart, das ist die Robinie. Da gibt es seit 2015 einen Pflege- und Maßnahmenplan. Und in diesem Maßnahmenkatalog ist auch wirklich drin beinhaltet, dass die Robinien entfernt werden. Ein anderes Beispiel aus der Tierwelt ist dann der Halsbandsittich. Der wird vom Bundesamt für Naturschutz auf der grauen Liste geführt. Das ist die Beobachtungsliste. Und wir machen zweimal im Jahr eine Bestandserfassung. Das heißt, wir machen eine Sommer- und eine Winterzählung und gucken uns einfach an, wie die Population sich entwickelt. Bei den Sittichen ist es so, dass es die erst seit 50 Jahren in Köln gibt. Deshalb ist auch die Beobachtungsliste erstmal richtig, weil 50 Jahre ist ökologisch gesehen kein großer Zeitraum, um vorhersagen zu können, ob die Art invasiv wird. Und ich denke, man muss sie im Auge behalten, aber sie ist aktuell nicht invasiv. Unser Vorschlag Sittich-Handling wäre einfach, dass man die Verkotung ein bisschen der entgegenwirkt, indem man Auffangschirme an den Schlafbäumen installiert. Man muss generell auch so ein bisschen im Hinterkopf behalten, dass dieser Begriff der Invasivität entsteht durch eine Bewertung durch den Menschen. Das heißt, zum Beispiel bei Arten wie der Herkulesstaude ist ganz klar, dass der Schäden am Menschen, am menschlichen Körper verursachen kann. Der hat diese phototoxische Wirkung, kann Verbrennungen, Verätzungen verursachen. Allerdings ist aus Naturschutzperspektive, hat er auch für die Insektenwelt schon einen Nutzen, weil er sehr lange blüht, super viele Blüten hat. Also ich finde es total wichtig, dass die breite Masse der Gesellschaft ein bisschen besser informiert ist oder sich auch selber ein bisschen besser informiert über gebietsfremde Arten, auch über den Unterschied zwischen gebietsfremden und invasiven Arten. Weil es kommt dann ganz schnell zu so Verteufelungen. Und um nochmal auf die Halsbandsittiche in Köln zurückzukommen, da gab es einfach auch den Fall, dass da ein Bürger selbstständig versucht hat, die Sittiche zu vergrämen mit Böllern. Das finde ich dann schon gefährlich und das ist auch nicht das, was die Stadt möchte und was wir vom NABU sowieso nicht möchten. Ich finde, man kann es auch so ein bisschen auf einer anderen Ebene auch auf gesellschaftliches Leben, also Menschen miteinander, untereinander auch einen Vergleich dazu herziehen, dass man zum Beispiel auch sagt, fremde Menschen aus fremden Ländern, da haben wir auch direkt Angst vor, weil wir wissen nicht so richtig, wie die so leben, die sind irgendwie anders und komisch. Und also so ein bisschen wird auch argumentiert bei gebietsfremden Arten. Das ist meistens sehr emotional. Und meistens geht das aus einer Uninformiertheit raus. Deshalb würde ich sagen, es ist schon sehr wichtig, dass da ein bisschen mehr Aufklärungsarbeit auch betrieben wird, was wir auch versuchen. So, ihr habt jetzt einiges über Neobioten gelernt, wie sie definiert werden, wann sie als invasiv gelten und ihr habt einige Beispielorganismen kennengelernt. Auch in einem unserer anderen Videos findet ihr einen Neobioten. Schaut doch mal rein. Wenn euch unser Video gefallen hat, dann lasst uns gerne ein Abo und ein Like da. Das Science Lab sagt auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.